Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Heute gibt es frei für alle auf der Map Karachi. Und ich habe in meinen Koffer den Achselhaarsalat eingepackt. Warum? Ja, es ist Jute Laune Montag und da gehört ein Jute Laune Commentary hin. Und deshalb der Achselhaarsalat H21 Rafika, beide Schallgedämpft, Fingerfähigkeit Pro, Feuerkraft Pro, Ninja Pro, Abschlussserien auf der 5 die Predator, auf der 7 der Harry und auf der 11 der Chopper Gunner. So geht das Ganze hier los. Übrigens, der Duende ist noch mit dabei, Freunde. Der Duende ist mit dabei. Wer jetzt fragt, wer ist der Duende? Hört man ja immer häufiger. Schaut doch mal die anderen Modern Warfare Gameplays an, die ich in letzter Zeit hochgeladen habe. Da werdet ihr einiges vom Duende erfahren. So, heute gibt es mal so eine gesunde Mischung. Erstmal so ein kleines Resümee, dann so ein kleiner Zukunftsblick, da muss ich mich noch auskotzen. Und wir fangen erstmal mit dem Resümee an. Ich war ja in Berlin und habe dort beim Berlin Cup gepokert. Das ist so ein Vorevent vor der European Poker Tour. Und das Ganze wurde gesponsert für mich von PokerStars. Das heißt, die haben mir Flug, Hotel und das Buy-in bezahlt. Leider bin ich von ungefähr 903 Spielern, glaube ich, waren es jetzt insgesamt, an Platz 500 ungefähr rausgeflogen. Und somit nicht ins Geld gekommen. Schade drum. Aber es war eine coole Erfahrung und es hat eine Menge Spaß gemacht. Hab alte Kollegen wieder getroffen, sowohl aus dem Casino als auch aus der Personenschutzzeit. Und war einfach cool. War einfach cool, hat Spaß gemacht. Und da kommen wir direkt zur Zukunft. Beziehungsweise, nee, wir kommen direkt zur Zukunft. Und zwar, ich werde morgen erstmal zum Gewinnerfahren vom Trikottausch. Trikottausch war eine Aktion, wo ich gesagt habe, ihr könnt als Verein, könnt ihr einen Satz Trikots gewinnen und müsst dafür einfach nur ein cooles Video einsenden. So, der Gewinner ist raus, die Trikots sind jetzt bei mir und ich werde die Trikots natürlich persönlich beim Gewinner vorbeibringen. So, dann werde ich weiterfahren nach München und werde in München natürlich A, erstmal den Scheck überreichen, den ich bei Let's Play Poker gewonnen habe, sprich an Bündnis für Kinder und... Und jetzt kommt für mich ein kleiner Meilenstein in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich werde mit dem Potti, das ist der Typ, der zusammen mit Bram das Pokerturnier kommentiert hat, ich werde mit ihm zusammen die EPT, sprich die European Poker Tour, das Main Event, live kommentieren. Und zwar jeden Tag ungefähr 12 Stunden lang. Mittwoch und Donnerstag werde ich zusammen mit ihm kommentieren. Und wer jetzt denkt, das ist auch voll cool, das ist so voll das Hightech-Studio mit... und noch mehr und jeder Menge Technik und allem drum und dran, der hat leider geirrt. Denn das ist so ein kleiner Kabuff, das ist so eine kleine Zimmerwohnung, die einfach mal umgebaut worden ist, wo zwei Fernseher stehen und das worrelt. So, das Ganze findet auch nicht in Berlin statt, wie die EPT, sondern in München. Muss man nicht verstehen, ist aber so. Und wer mir da ab Mittwoch lauschen möchte, ich glaube Mittwoch um 12 Uhr fangen wir an, und das wird, ich habe keine Ahnung, wann das endet. Keine Ahnung, um 10 oder so, keine Ahnung wie lang. Wenn wir das live kommentieren am Mittwoch und am Donnerstag. Und ich freue mich da schon drauf, Freunde. Ich sag euch das, ich freue mich da schon drauf. Wobei, bin ich hier auf Nuke gegangen? Ich glaube, ich bin sogar auf Nuke gegangen, sehe ich gerade. Egal, auf jeden Fall. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Der wird dann nochmal auf Facebook gepostet mit einigen Bildern und allem möglichen. Ich freue mich da drauf und ich würde mich auch freuen, wenn ihr da mal einschalten würdet und dem geistigen Dünnschiss von eurem Commander Krieger lauschen würdet. Natürlich, der Potti wird auch noch sein Bestes geben. So, dann kommen wir nochmal zu einem Resümee und zwar zu Padawan. Ja, Last Action Hero hat leider aus zeitlichen Gründen, nicht das Zeitliche gesegnet, aber beim Padawan ist er gewage quittet, so wie er es gesagt hat. Das heißt, er hat gesagt, er schafft es nicht mehr aus zeitlichen Gründen, okay. Und bei Equax, der hat leider auch aufgehört und zwar aus gesundheitlichen Gründen. An dieser Stelle auch gute Besserung. Und ich habe es auch schon mal gesagt, niemanden nachnominieren, weil ich glaube, das wäre den anderen Teilnehmern gegenüber nicht fair. Und die Nachnominierten würden es, glaube ich, auch in der kurzen Zeit nicht schaffen. So, damit ist das auch hinüber. Übrigens, Klassennamen. Ihr habt ja gesehen, meine Klassennamen. Achselhaarsalat, Warmer Alter, Kameluin. Was habe ich noch? Koala Baby, glaube ich, oder Koala Kotze oder irgendwie sowas. Schreibt mir mal coole Kanalnamen. Schreibt mir mal coole Klassennamen in die Videokommentare. Ich würde mich darüber freuen. Hier ist der Duende. Das ist der Duende. Yeah. Schreibt mir coole Namen mal in die Videokommentare. Einzige Bedingung, sie dürfen nicht
nicht sexistisch sein. Und auch nicht rechtsradikal und die ganze Scheiße. Also was Vernünftiges, was Witziges. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. So. Da muss ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen auskotzen. Und zwar, Duende. Ja, traumhaft. Und zwar über YouTube. YouTube kotzt mich momentan schon so ein bisschen an. Erstens, das neue Kanaldesign. Irgendwann wird es ja soweit kommen, da ich die Scheiße aufholen muss. Geht mir auf den Sack. Dann kommt der nächste Punkt. Und zwar, Subbox geht mir auf den Sack. Viel zu klein, die Scheiße. Viel zu unübersichtlich. Es geht mir auf den Sender, dass da so wenig Videos angezeigt werden. Wie gefällt euch das? Schreibt es mir in die Kommentare. Und so. Und noch eine Sache. Ich habe momentan irgendwie überhaupt keinen Bock, COD zu zocken. Wie steht's da bei euch? Ich habe jetzt bestimmt seit 2 Monaten kein Black Ops mehr gespielt. Bestimmt seit 2 Monaten, auch wenn die neuen Maps raus sind. Ich weiß nicht. Das Spiel kotzt mich eher mehr an. Und mir fehlt es auch nicht. Wie ist es da bei euch? Spielt ihr es noch? Vermisst ihr es nach einer Zeit oder so? Würde mich mal interessieren. Schreibt mir das auch mal bitte in die Kommentare. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, also ich komme ziemlich gut ohne COD momentan klar. Weil ich kann es nicht genau sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt keine COD-Kommentare mehr machen werde. Aber irgendwie so der... Hier MW2, früher, es hat so einen Spaß gemacht, das hat so eine Laune gemacht, auch wenn man getubed worden ist oder Kommando-Knife worden ist. Es war okay. Jetzt weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Schaut's mal in die Kommentare rein. Und das war der Jute-Laune-Montag, 30:1, Jute-Laune. Und Duende auf Platz 3 mit 5:6. Daumen hoch für Duende. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger, bis zum nächsten Mal.